Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geierbox von CR7Z. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gaia von CR7Z, das Ganze am 29. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Soloalbum von CR7Z. Bevor wir das Ganze starten, würde ich sagen, machen wir mal die Folie ab. Einmal hier einstechen. So, dann machen wir die Folie mal runter. Und so sieht das dann aus. Also, wir haben hier eine Box, vom Format her ziemlich klassisch, also so eine Standardbox von der Größe vom Format her. Arjuna präsentiert Gaia, also der Albumtitel Gaia ist angelehnt an die Figur der Mythologie und das ist so die Urmutter, die personifizierte Erde. Und auch passend zu diesem Titel haben wir hier den Interpreten abgebildet, CR7Z, wie er aber hier mit der Erde bzw. mit den Bäumen hier mehr oder weniger verschmilzt. Also seine Optik, sein Erscheinungsbild setzt sich hier so aus Bäumen oder fließt hier so in Bäume über. Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Dann haben wir hier noch so Schriftzeichen. Darunter lesen wir auch wieder CR7Z Gaia. Auf der rechten Seite genauso, oben und links, also rundum beschriftet. Auf der Rückseite gibt es dann nochmal das Schriftzeichen, die beiden Schriftzeichen. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten, also die Labels. Das Ganze ist erschienen über Arjuna und wurde vertrieben von Groove Attack. Und dann haben wir hier noch in der Mitte einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box an sich ist auf 1500 Stück limitiert. Und das ist der Inhalt. Wir haben hier zum einen eine Cap, dann haben wir hier einen Patch, die Instrumentals zum Album Gaia, das Album an sich im Jewel Case, eine unterschriebene Autogrammkarte, einen Tourflyer und zwei Stickerbögen. Gut, von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist, soweit ich es sehen kann, auch wirklich der einzige Inhalt hier, der hier noch in Folie ist. Alles andere kommt hier ohne Folie. So, dann schauen wir uns das mal an. Als erstes die Folie ab. Gut, so sieht das aus. Das ist das Album. Kommt hier in einem Jewel Case. Das Cover ident wie auch schon auf der Box. Darüber lesen wir wieder Arjuna präsentiert, darunter dann Gaia. Auf der Seite auch nochmal. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 20 Stück sind es geworden. Gerade in der heutigen Zeit ist das echt beachtlich. Also 20 Tracks, das ist eine Ansage. Und wir haben hier jede Menge Features. Wir haben hier Features von Frankstar, Klimas, Cool Savage, Saya, Hexer, Akkads und Karen. Also 20 Tracks, Beteiligten und Barcode. Das Album gibt es natürlich auch regulär, also ohne Box, rein nur das Album an sich. Dann schauen wir mal hinein ins Booklet. Was haben wir hier? Hier gibt es einerseits mal die Infos zu den einzelnen Produzenten, also wer die einzelnen Tracks hier produziert hat. Dann haben wir noch die Infos, die Credits zum Album, wer war hier beteiligt. Und hier geht's dann los. Also was lesen wir hier? Hass zeigt, dass ihr schwach seid, so schwach, dass Rap zu Gewalt wird. Ja, also wir haben hier dann so einzelne Textzeilen, so Zitate aus diversen Songs, die hier dann entsprechend aufgeschrieben wurden. Sehr schön. Und das Cover. Das Booklet, die Fotos passend zum Albumtitel. Also wir sehen hier sehr viel
Naturverbundenheit, sehr viel Bezug hier zur Erde, zur Natur. Vielleicht laufen wir nur entgegengesetzt einen Kreis, um uns eines Tages unter besseren Umständen zu treffen. Also, das ist die letzte Seite hier, so eine Doppelseite mit unserer Erde. Der Schlüssel verborgen in den Formen der Elemente. Also, wie man CR7Z kennt, auch hier wieder sehr vielseitiges Vokabular und natürlich auch sehr spirituell unterwegs. Das ist die CD, so sieht die aus. Sieht ein bisschen so aus wie unsere Erde, nur eben grün. Ja, also das hier oben sieht für mich so ein bisschen nach Nordamerika aus. Eventuell ist das tatsächlich auch eine Satellitenaufnahme und man hat das Ganze dann hier einfach grün eingefärbt. So viel zum Album. Dann haben wir noch die Instrumentals mit dabei. Die kommen hier in einer Papphülle. So sieht das aus. Auch hier wieder alle 20 Tracks aufgedruckt. Also es gibt hier keine Skizze oder Lückenfüller. 20 Tracks ergeben hier auch wirklich 20 Instrumentals. So sieht die CD aus. Wie gesagt, in einer Papphülle. Gut, wir kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar einen, den, glaube ich, viele CR7Z-Fans sich schon lange gewünscht haben. Denn es ist tatsächlich seine Kappe. Also, man sieht das ja oft, speziell jetzt in Interviews, aber natürlich auch in den Videos. Er trägt CR7Z oftmals so eine Kappe. Und nachdem er, ich glaube, das hat er zumindest erzählt, so oft auf die angesprochen wurde, gibt es sie nun in dieser Box. Es ist eine ganz schwarze Kappe, also rundum in schwarz gehalten. Hier vorne dann links haben wir dann den CR7Z-Schriftzug. Allerdings ist er nicht irgendwie aufgestickt, sondern es ist hier wirklich Metall. Also es ist hier drauf genäht. Der Schirm ist etwas kleiner als bei regulären Kappen, etwas gekürzt. Und hier hinten haben wir das Ganze dann größenverstellbar. Bedeutet, man kann hier natürlich dann aufmachen und je nachdem dann die Größe individuell anpassen. Und von innen sieht das Ganze so aus, also auch hier wieder in schwarz. Hier haben wir noch das Ayuna Logo, also das Label. Hier ebenfalls Wasch- und Pflegehinweise. Und dann lesen wir hier noch, wenn ich entziffern kann, womit haben wir es zu tun, mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, hier lesen wir es, Made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die Cap mal zur Seite. Kommen zum nächsten Inhalt. Das ist ein Patch. Der sieht so aus, rechteckig mit weißem Schriftzug bestickt. CR7Z Army lesen wir hier und One. Rechteckig, dann hier an den Seiten, an den Rändern hier noch so vernäht, schwarz. Kann man sich entsprechend aufnähen, an die Kleidung, wohin auch immer oder auch an die Kappe. So, was haben wir hier noch? Einen Info-Flyer CR7Z hier mit einer Kooperation. Und zwar haben sie hier einen Hoodie gemacht, limitiert 100 Mal. Okay. Und auf der Rückseite haben wir die Tourdaten. Also, das sind die Tourdaten zur Gaia Tour 2020. Deutschland und Schweiz. Österreich kann ich jetzt nicht sehen, nein, okay, also Deutschland und Schweiz, dort könnt ihr CR7Z live sehen. Dann kommen wir zu den Stickerbögen. Wir haben hier eine Unzahl an Stickern. Das sind hier wirklich zwei Stickerbögen mit diversen Größen, Motiven, Farben. Also wenn ich jetzt hier richtig zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind hier drauf. Und hier haben wir dann 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, sind 7 hier und 9 hier drauf. Also insgesamt jede Menge Sticker. Und dann haben wir noch eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Also hier auch wieder der Bezug zur Natur, zum Wald in diesem Fall. Unten rechts dann mit goldenem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite sieht das so aus und diese Autogrammkarte kommt im Hochformat. Ja, einen weiteren Boxinhalt gibt es noch, eventuell, den kann ich euch allerdings nicht zeigen, denn es gab auch in allen Boxen die Chance auf eines von 10 goldenen Tickets. Bedeutet, nachdem wir hier eine Auflage von 1500 Stück haben dieser Box, ist in jeder 150. Box ein goldenes Ticket. Und wenn ihr so ein goldenes Ticket bei euch vorfindet, dann habt ihr damit einen freien Konzerteintritt
und ein Meet & Greet mit CR7Z. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich als Innerbox befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte hier im Hochformat. Dann haben wir die Stickerbögen. Dann den Patch, den CR7Z Army Patch. Die Kappe mit Logo. Die Instrumentals zum Album. Diesen Flyer. Und natürlich das Album an sich, Gaia von CR7Z, im Jewelcase mit insgesamt 20 Tracks und 7 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Gaia von CR7Z. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr CR7Z unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.